Hannover Sevens sind jetzt gerade vorbei und ja, du bist einer oder beziehungsweise der jüngste Spieler im deutschen Team, aber auch der, über den man so die positivsten Resonanzen vernommen hat. Ist das für dich persönlich so ein kleiner Trost nach Platz 9, vorletzten Platz, dass du zumindest für dich persönlich eine gute EM gespielt hast? Ja, also ist natürlich sehr schade, dass das Team, dass wir gestern so unglücklich auch verloren haben und halt auch nicht gut gespielt haben. Für mich ist es ein kleiner Trost, weil ich halt das erste Mal dabei bin. Das ist mein erstes großes Turnier. Das war eine super Reise für mich, ein super Erlebnis für mich. Das kann ich mitnehmen, aber klar, mit dem 9. Platz kann man nicht zufrieden sein, wenn man sieht, wo zum Beispiel die Russen gegen die man nur mit 5 Punkten verliert, dass die jetzt im Finale stehen zum Beispiel. Woran hat es denn aus deiner Sicht letztlich gelegen, dass es nicht so gut geklappt hat? Ja, wir haben in manchen Situationen einfach sehr unglücklich agiert, besonders wenn wir ins gegnerische Mahlfeld eingelaufen sind, wenn wir knapp davor waren, dann irgendein Fehlpass und dann kriegen wir den Konter immer hinten rein oder genau vor der Pause. Zum Beispiel im Spiel gegen Frankreich, die Tröte macht Radau und der Schiedsrichter lässt weiterspielen, die Franzosen legen den Versuch. So was sind unglückliche Situationen, die uns halt richtig nach unten gezogen haben. War es aber im Endeffekt dann wirklich nur das fehlende Glück oder beziehungsweise das Pech, das dann Ausschlag gegeben hat, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass Frankreich und Russland dann die beiden Gruppengegner von Deutschland jetzt das Endspiel bestreiten? Nee, das kann es bestimmt nicht sein. Einen anderen Grund fällt mir eigentlich nicht ein. Wir waren eigentlich super vorbereitet, wir haben super Fitness gehabt. Wir haben letzte Woche gegen die Fidschis super Rugby gespielt. Wir haben einfach an diesem Turnier nicht die Leistung abrufen können, die wir hatten auf alle Fälle. Jetzt hört man auch immer wieder vielleicht so das Argument, ja, Nervosität vor so einer großen Kulisse und außerdem noch zu Hause, dass man dann besonders viel besonders gut machen will. Wie ist das so als Spieler auf dem Platz? Ja, also ich finde die Kulisse, das ist super schön hier zu spielen. Also mich, also nervös ist es eigentlich, bin ich da nicht, aber klar, es ist was Neues in so einem Stadion zu spielen, aber wir können nicht das Argument bringen, dass wir nervös sind. Also das wird es nicht sein. Das ist ein super Erlebnis, wir freuen uns immer hier aufzulaufen und hoffen, dass wir den Zuschauern ein bisschen was zurückgeben können. Super.